Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part ging es so richtig los hier mit dem Final-Dungeon, dem dunklen Schloss Hyrule. Wir haben da schon einige Räume erkundet, vor allem hier in den unteren Etagen. Und jetzt gerade sind wir im Obergeschoss 1 unterwegs und da werden wir uns auch noch ein bisschen aufhalten müssen. Denn es gibt noch einige Räume, wie wir auf der Karte sehen können, die wir hier erkunden müssen. Wir waren da beim letzten Mal schon hier an diesem Ort da oben, wo eine große Truhe auf uns wartet, mit dem Boss-Schlüssel wahrscheinlich. Da kommen wir aber erst hin, wenn wir 4 kleinere Schlüssel finden, um diese Blöcke hier wegzumachen, sodass wir dann den großen Block verschieben können. Und jetzt, wo wir hier waren, sind dann auch in allen möglichen Räumen überall weitere Nimbus-Garden aufgetaucht, die wir wahrscheinlich besiegen müssen, um an neue Orte heranzukommen, wo wir dann eben hoffentlich diese kleinen Schlüssel finden werden. Also alles sehr kompliziert. So, da haben wir auch das einen. Und machen wir erstmal direkt Schaden, jawohl. Ich probiere wieder die große Wirbelattacke. Ja, verdammt. Die klappt schon ab und zu ganz gut, aber ist auch nicht perfekt auf jeden Fall. Boah, das war jetzt aber schön. Habe ich einen gleich Doppeltreffen können. Normalerweise schafft man das nicht, so einen Doppeltreffer zu erzielen, weil nach einem Treffer er sofort seinen Schild dann vor sich hält. Aber hat diesmal gut funktioniert. Okay. So, und dadurch komme ich hier zu 9 Räumen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die große Wirbelattacke übrigens liebe. Aber hier bei dem Feuerding ist der Greifenmantel sehr gut. Oh Gott. Und die Krabscher kommen hier auch noch vor. Okay. Habe ich gerade eben gar nicht bemerkt, sogar den Schatten, weil das hier so stressig ist. So, stirb. Und du auch. Okay, gut. Ja, komm. Geh weg. So, ein paar mehr Herzen. Damit ich wieder full hier bin. Pfeile sind auch okay. Naja, sind Pfeile so toll überhaupt? Brauche ich hier so viele Pfeile? Ich werde hier zugemüllt mit Pfeilen. Ah, okay, deswegen. Und erstmal in... Ja, aber was war das denn jetzt? Erstmal in die Schlucht reinspringen und dann auch noch vom Feuer erwischt werden. Ich liebe es. So, zack, zack, zack und zack. Okay, sehr gut. So, dann kommen wir hier weiter und kriegen dann hoffentlich gleich den ersten der 4 Schlüssel. Davon muss ich dann eben... hier nach oben, da ist dann eine Truhe. Aber nach unten könnte ich sogar auch und da noch in die anderen Ecken. Also ich kann hier anscheinend überall in den Ecken nach unten oder auch nach oben und kann dann da eben noch Sachen finden. Mal schauen. Ne, warte mal kurz. Schaffe ich das nicht irgendwie, da gleich links rüber zu kommen? Warte mal. Ja, den hier nach links kann ich aber nicht schieben, oder? Nee. Ja, dann habe ich keine Chance. Okay, dann muss ich wohl erstmal runterfallen. Ja. Und vielleicht komme ich ja dann von unten halt nochmals nach oben. Und dann letztendlich ganz nach oben. Hier ist die Tür übrigens auch noch zu. Da würde ich wieder in den Außenbereich kommen. Da verstehe ich aber auch noch nicht ganz, wie das geht. Ob ich das wirklich von außen nur machen kann und nicht von hier aus? Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das dauert schon noch ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass wir in diesem Part dann den Final Boss erreichen werden. Ich glaube erst beim nächsten Mal, da wir heute halt noch den Rest hier vom Dungeon selber abschließen müssen. Aber mal schauen. Okay, aber jetzt bin ich wieder hier. Das war nur eine Falle quasi da unten. Und jetzt komme ich aber hier ganz nach oben. Und komme damit zu dieser Truhe hier hin. Mit dem ersten der 4 Schlüssel. Okay, nice. Ah, genau, stimmt. Da war ja noch ein Schalter, den ich jetzt noch drücken kann. Richtig? Und dadurch öffnet sich die Tür. Okay. Dann gehe ich mal in den Außenbereich. Da waren wir nämlich noch nicht hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite waren wir schon im Außenbereich. Aber hier eben noch nicht. Achso, aber ich kann hier auch gar nichts machen. Oder wie? Wirklich? Ja! Hier unten ist auch nichts. Nee. Weil auf der rechten, auf der östlichen Seite im Außenbereich waren ja überall Wirbelstürme. Und da konnte ich dann schon entlang fliegen, aber hier anscheinend nicht. Einfach nur, damit man sich da 2 Herzen mitnehmen kann bei den Krügen. Ja, ich meine, das ist auch nicht schlecht, da kann ich wieder full life sein. Deswegen mache ich das mal kurz. So. Aber sonst hat es hier anscheinend keinen Sinn mehr. Okay. So, und zurückkommen tue ich. Okay, so, ja. Okay, alles klar. So, eine von den 4 Seiten haben wir damit. Und dann versuche ich mal von hier aus nach links unten zu gehen, würde ich mal schätzen. Da kommen sogar eh noch ein paar Räume auf dem Weg dann gleich, die wir noch gar nicht erkundet haben. Machen wir das mal. Genau, also hier geradeaus nach unten. Und dann da eben hingehen. Hier rüberfliegen. Dieses Rätsel, da habe ich beim letzten Mal ja ein bisschen gebraucht, um das zu lösen. Dass ich ja, die Bomben da einsaugen muss. So, okay. Ja, verdammt. Ja, 2 auf einmal ist ein bisschen ekliger. Ich glaube, das sind schwächere Nimbusgarden, aber halt 2 auf einmal macht es auf jeden Fall schwieriger. Da sind vielleicht Bomben doch eine bessere Wahl. Nee. Oder irgendein anderes Item. Weil auch die große Wirbelattacke bringt ja nicht so viel, weil ich halt ständig zumindest von einem der beiden Schilde irgendwie abpralle. Und dann kann ich halt deswegen keinen Schaden machen. Jetzt habe ich doch irgendwie durch Schild durchschlagen können, fast schon. Aber normalerweise ist es nicht so einfach. Okay. So. Und...
Ja, die können sogar auch so eine kleine Dash-Attack machen. Als hätten sie auch, auch Stiefel, mit denen sie entlang rennen können. Aber na gut. Dann weiter nach unten. Oh Gott. Und wieder so ein Rätsel. So, lass mich mal kurz überlegen. Könnte sogar sein, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es gibt sogar verschiedene. Ich habe jetzt schon, mich schon eine gefunden. Glaube ich. Genau. Das hier wäre eine. Warte mal. Ich würde beweisen, dass es mehrere gibt. Aber ich habe auch, glaube ich, eine andere gerade gesehen. Nämlich... Hier so. Jetzt bin ich auch wieder hier an der Stelle, genauso wie gerade eben. Aber den Anfang habe ich anders gemacht. Ja, also es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten, um das hier zu lösen. Okay. Passt. Also nicht so schwer. Oh Gott. Da finde ich auch sehr cool, dass hier nochmal wirklich viele verschiedene Gegner auch vorkommen. Ach komm. Ja, hör auf, mich abzulecken, du Arsch. Nein! Da konnte ich jetzt gar nichts machen. Von einem in den anderen gleich rein. So. Achso, ich musste gerade nur den echten besiegen. Oder die anderen waren fake. Ja, vielleicht haben die anderen beliebig viele ausgehalten. Und nur der einen konnte ich halt besiegen. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall geht's weiter. Jetzt nur wieder im Außenbereich. Aber genau, hier rechts, da waren wir eben schon mal. Und jetzt sind wir halt hier weiter auf der linken Seite. Okay. Jetzt ist nur die Frage, komme ich jetzt von hier aus dann gleich zu der Truhe hin? Muss ja eigentlich so sein, oder? Ja, genau, da ist der Turm, der dann nach oben führen wird. Hoffentlich zumindest. Hier oben ist auch nichts mehr, okay. Genau, ich kann wieder nach unten oder auch nach oben gehen. Oben ist ja der richtige Weg, wenn man so will, weil oben halt die nächste Truhe ist. Und unten ist aber auch noch ein kleiner Raum, deswegen gehe ich erstmal nach unten und schaue mir erstmal den an. Okay, ein bisschen Heilung. Ja, okay, also nicht Heilung, aber ein bisschen Auffrischung. Bomben habe ich ja auch gar nicht mehr so viele gehabt, glaube ich. Deswegen ganz gut, dass wir jetzt da auch wieder ein paar mehr haben. Aber allen voran will ich natürlich hier die Truhe mitnehmen und den zweiten Schlüssel. Da-da-da-dum. Okay, die Hälfte der nötigen Schlüssel haben wir. Sehr gut. So, dann wieder zurück. Und dann gehe ich mal zur rechten unteren Ecke, würde ich vorschlagen. Da gibt es auch noch so einen großen Raum, wo ich noch nicht gewesen bin. Also an sich war ich ja bei der rechten unteren Ecke sogar schon mal. Aber ich war halt noch nicht in diesen Ecktürmen und bei der Truhe halt auch noch nicht. Das geht, glaube ich, wirklich erst zu diesen Schlüsseln dahin zu kommen mit den Truhen, nachdem die Nimbus-Garden aufgetaucht sind, weil ich halt die erst besiegen muss. Und ich... Der Rückweg könnte man sogar auch machen, egal. Wenn man halt die erst besiegen muss und sich dann erst neue Wege auftun. Und erst mit den neuen Wegen komme ich halt dann zu den Schlüsseln hin. Ja. So, also rechts rüber. Genau, hier ist ja die Boss-Tür, müssen wir uns merken. Auch mit dem roten Portal. Genau, und hier ist wieder eine Nimbus-Garde. Ja. Ja! Ja, verdammt. Kann ich jetzt mal was testen? Ist der Angriff gut gegen den? Naja. Nicht wirklich. Ich muss irgendwie so hinter ihm kommen. Na jetzt, das hätte vielleicht klappen können. Ja, nee, das glaube ich nicht so sofort. Bam! Der hat mal getroffen. Ich muss wirklich sehr, sehr weit in ihn reinspringen. Ich kann natürlich auch über ihn drüber springen und dann von der anderen Seite ihn treffen. Weil da hätte er sein Schild immer vor sich und wenn er nicht schnell genug reagiert, dann komme ich so hinter ihn und kann dann von hinten treffen. Also ist gar nicht mal so schlecht, den Greifmantel zu benutzen. Aber halt nicht mit dem Angriff, sondern mit auf die andere Seite springen und dann ihn treffen. Aber es geht eigentlich fast nur, wenn er seinen aufgeladenen Angriff macht, genau. Weil er nur dann lang genug rumsteht. Ansonsten dreht er sich zu schnell um. Aber es ist trotzdem lustig, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, gegen die Nimbus-Garden zu kämpfen. Ja, komm. Okay. Vielleicht kann ich ja mal bei den weiteren Nimbus-Garden auch noch ein bisschen verschiedene Items austesten. Weil die große Wirbelattacke ist schon ein bisschen broken teilweise. Gegen die Nimbus-Garden ja gar nicht so sehr, weil die können das ja oft ablocken. Aber gegen viele andere Gegner ist halt die große Wirbelattacke schon sehr, sehr stark. Okay. Eine Kreuzformation. Aha. Ich könnte sogar vielleicht hier auf der linken und auf der rechten Seite die Platten irgendwie benutzen. Aber so wie ich es jetzt mache, das dürfte schon auch gehen. Ja, 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 ja. Ich muss halt jetzt nur durchkommen. So, aber okay, gar nicht so schwer. Achso, und reinkommen muss ich auch. Okay. Ich kann aber keine... Ja, ich kann keine Wirbelattacke hier machen. Weil immer, wenn ich eine gemacht habe, dann hat er halt gleich geschlagen und dann kann ich nicht aufladen. Das ist ja nervig. Wartet.
Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie. Mal. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, was ich jetzt hier mache. Da komme ich vor allem eh nicht durch, oder? Ja, doch, könnte sogar gehen. Scheiße. Ja, eigentlich, ja, ist ja okay, Link. Eigentlich ist es schon so richtig, wie ich es gerade gemacht habe, glaube ich. Vielleicht sollte ich schon davor versuchen, eine Wirbelattacke aufzuladen und die dann zu machen. Aber ja, das Blöde ist eben, ich kann keine Wirbelattacke machen, wenn ich da gegen den Schalter schlage. Weil ich muss ja zuerst mal einmal normal schlagen. Und, ist das dumm. Das ist ja richtig dumm. Okay, ich könnte es so aufladen. Aber das Problem ist auch, wenn ich es aufgeladen habe und ich laufe in den Schalter rein, dann hört Link wieder auf. Und ich kann eben auch hier keine Wirbelattacke aufladen gerade. Weil ich muss von der Wirbelattacke erst einmal in die Luft quasi schlagen und dann kann Link das Schwert vor sich halten. Wenn er aber etwas trifft mit dem ersten Schlag, dann kann ich eben nicht die Wirbelattacke aufladen. Okay, das ist ziemlich kompliziert, finde ich. Okay, nochmal eine andere Idee. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich besser ist. Aber, also ich glaube, mit der Formation, die ich gerade gemacht habe, würde es schon auch gehen. Aber ich bin mir nicht sicher, was hier die beste Formation ist. Mach jetzt mal so. Vielleicht ist das besser. Kann ich zumindest hier leichter reinlaufen. Ah, okay. Und jetzt so kann ich alle aufladen und jetzt auf einmal machen. Okay. Also so ist dann wahrscheinlich gedacht. Aber gar nicht mal so einfach für mich. Okay. So, und hier waren, genau, hier waren wir auch schon mal in diesem Raum, aber halt auf der anderen Seite. Und jetzt sind wir hier. So, stirb. Okay, das geht nach oben auf, aber ich gehe erstmal nach unten. Weil unten ist ja wieder nur Bonus. Ja, ich besiege die mal. Bringt eventuell gar nichts, aber ich mach's mal trotzdem. So. Ach komm. Ach was. Jetzt nehme ich mal echt viel Schaden. Viel unnötigen Schaden auch. Ja, komm, jetzt lass dich halt verbrennen. Und du auch bitte. Dankeschön. So. Okay. Und passiert gar nichts. Hätte ja sein können, dass ich dann irgendwas bekomme oder so. Habe ich ein bisschen Wunschdenken gehabt. Hätte ja sein können. Aber okay, dann gehen wir halt nach oben und holen uns den dritten der vier Schlüssel. Da-da-da-dum! Okay, sehr schön. So, dann gehen wir gleich weiter. So, jetzt kommen aber noch ein paar weitere neue Räume, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Da auf der rechten oberen Seite, genau. Weil wir sind ja, wo wir zum ersten Mal hier ins erste Obergeschoss kamen, sind wir dann direkt in den Außenbereich gegangen und sind dann eben mit den Wirbelstürmen halt entlang geflogen bis hier nach rechts unten hin, wo wir jetzt gerade sind, so ungefähr. Deswegen waren wir auch in dem einen Raum gerade eben schon, nur halt auf der unteren Seite. Und hier im Innenbereich rechts oben habe ich halt noch fast gar nichts gemacht. Deswegen wird da dann gleich einiges Neues auf uns zukommen. Einige Räume, die wir noch gar nicht gemacht haben, wo wir eben noch, ach, hier komme ich gar nicht durch, das ist ja nervig. Wo wir halt noch neue Rätsel lösen müssen und neue Gegner besiegen müssen. Wie komme ich denn dann überhaupt am besten dahin? Oder muss ich jetzt in den Außenbereich gehen und wieder entlang fliegen? Nee, es dürfte auch gehen, dass ich da oben den mittleren Weg nach rechts nehme, oder? Hoffe ich mal. Weil dann nochmal über die Tornados entlang zu fliegen, ist mir ein bisschen zu aufwendig, ehrlich gesagt. Wäre mir auf jeden Fall lieber, wenn ich hier irgendwie entlang laufen könnte. So, hier nach rechts und dann gleich nochmal nach rechts. Das geht hoffentlich, oder? Ja, hier kann ich mich auch nochmal auffüllen. So. Das ist echt nett, dass hier einfach so fünf Feen auf einmal rumliegen quasi, die man sich holen kann. Yay. Easy. Sehr gut. Okay, neue Nimbusgarten. Testen wir mal den Bumerang. Vor allem so um die Kurve werfen. Mit dem Magischen ist vielleicht ganz gut, um sie zu stunnen. Müssen nur treffen. Ja, sind halt leider sehr schnell, ne? Nee. Das war kein Treffer? Okay, Bumerang ist nicht toll. Bringt der magische Krug was? Schild wegsaugen? Nö. Wirbelstab? Bringt auch nichts. Nö. Ja, die werden auch nichts bringen. Lampe wird nichts bringen. Pegasus-Stiefel in sie reinrennen? Ich glaube eher nicht. Nö. Okay, also hier Greifenmantel ist wirklich gar keine so schlechte Wahl. Ich glaube, Bogen wird auch nicht funktionieren, weil sie den auch einfach ablocken können, oder? Ah, vielleicht den aufgeladenen, nicht? Warte mal. Ja, ist aber gar nicht so einfach, den überhaupt aufzuladen. Weil die sehr schnell sind. Aber ja, können sie auch einfach ablocken. Okay, also Bomben sind am besten, würde ich sagen. Und Greifenmantel ist auch nicht schlecht. Oder Schild. Schild ist auch ziemlich gut. Ja. Ja, also ein paar Möglichkeiten hat man schon, um coole Items zu benutzen.
Bomben sind aber schon echt sehr, sehr stark. Ja. Am stylischsten ist aber der Greifenmantel eigentlich. Vor allem, wenn ich mal mit dem Move treffe. Das ist sehr schwer leider. Bam! Aber es ist ein cooles Gefühl, damit zu treffen. Und Link kann schweben! Oh mein Gott! Link kann schweben! Okay. So, hier unten, da war ich ja jetzt schon. In diesen Räumen hier. Genau, das war der Raum, wo wir den Block verschieben konnten. Nee, hier war ich aber noch nicht. Hier oben war ich noch nicht. Wir waren nur da unten. Aber ich komme ja nochmal zu einem neuen Ort sogar hin. Achso, nee, okay, da könnte ich auch einfach nach unten. Also es wäre ein anderer Weg, um da nach unten zu kommen. Okay, aber ich kann nicht von hier aus auf das Gitter drauf oder so. Also es ist wirklich nur ein Weg von oben nach unten, aber nicht von unten nach oben. Okay, ich verstehe. So, aber das passt, ich will ja eh nach oben, weil jetzt da halt noch neue Räume auf uns warten. Und vor allem, okay, weil wir da noch dann die nächste Truhe bekommen mit dem letzten Schlüssel, den wir brauchen. Ja, so schnell. Okay. Wunderbar. Das war ein einfacher Raum. Ich hoffe, der nächste wird genauso einfach. Oh Gott. Okay. Ist jetzt wieder ein echter dabei, den ich finden muss? Doch, das kann man sogar sehen, weil wenn ich einen schlage und der blinkt danach so ein bisschen, dann ist es der falsche, glaube ich. Genau, weil der hat nämlich nicht geblinkt danach und deswegen war das der echte. Ja, also die anderen halten beliebig viel aus und ich muss halt den echten treffen. Das ist ein bisschen wie im allerersten The Legend of Zelda. Da haben die Geister, glaube ich, auch so funktioniert, dass da viele auf einmal im Bildschirm waren und es gab halt einen echten und man musste den besiegen und dann waren alle anderen auch tot. Ja. So, ich komme hier nur nach oben, genau, aber von unten her kamen wir ja. Hier war ich ja schon in der entsprechenden Ecke, genau, weil von da kamen wir ja, um dann überhaupt hier ins Obergeschoss 1 zu kommen. Aber hier oben war ich jetzt eben noch nicht, genau. Und wenn wir uns hier die Truhe auch noch holen, dann haben wir eigentlich vom Dungeon so ziemlich alles abgeschlossen, bis auf halt den Bosskampf. Okay, nice. So, wir haben alle 4 Schlüssel. Wir werden den Bosskampf heute nicht mehr machen, aber wir holen uns noch die Boss-Truhe und den großen Schlüssel. Das machen wir noch. Und beim nächsten Mal wird es dann abgehen. Ich glaube aber, das Finale ist ziemlich lang. Also vielleicht werde ich sogar das Finale auch in 2 Parts aufsplitten für noch mehr Cliffhanger. Vielleicht aber auch nicht, muss ich mal gucken, wie ich mich dann anstellen werde. Mal schauen. So, auf jeden Fall. Hier bin ich, glaube ich, richtig. Ich glaube, wir haben alle 4 Schlüssel. Deswegen weg, 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 weg. Wunderbar. Und jetzt nochmal kurz heilen. Und dann gleich den Block wegschieben. So, zack, wunderschön. Alle auf einmal weggehauen. Ja, 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 ja. So, hervorragend. Und damit der große Schlüssel. Mhm. Für den finalen Bosskampf. So ist es. So, ich kann sogar jetzt, glaube ich, das blaue Portal nehmen und dann da zum roten hingehen, oder? Genau. Hier bin ich wieder am Eingang. Perfekt. So. Und dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Beim nächsten Mal wird es dann losgehen mit dem großen Finale des Spiels, mit dem finalen Bosskampf. Wer wird wohl der Final Boss sein? Es ist ja bestimmt nicht Vati, der die ganze Zeit der Bösewicht war. Aber vielleicht werden ja auch trotzdem noch ein paar Plot-Twists passieren beim Finale. Schauen wir einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Finale als gar nicht so leicht in Erinnerung hier in Minish Cap. Aber wir kriegen das schon hin. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.